Hey, ho, hallo und herzlich willkommen zur abendlichen Stunde bei Harvest Moon Magical Melody. Die letzten Tage sind wieder von Folgen her ausgefallen, wie ihr vielleicht gemerkt habt, falls ihr das aktiv verfolgt. Weil ich bin momentan in der Abi-Klausurenphase, beziehungsweise ich habe heute gerade am Dienstag, den 14.04., meine erste Abi-Klausur geschrieben, Deutsch-Grundkurs. Und am Donnerstag kommt dann noch Englisch Leistungskurs und nächste Woche Donnerstag der Bio-Leistungskurs. Naja, ist dann halt, ihr kennt mich, ich bin sehr, sehr ein ängstlicher Mensch und dann saß ich die letzten Tage manchmal einfach irgendwie da und habe mich selbst geschaukelt. Naja, aber so ist das halt. Jedenfalls habe ich jetzt heute eigentlich, ja, ich würde soweit sagen, ich habe Lust aufzunehmen, deswegen mache ich das jetzt. Und ich habe mich natürlich auch wieder ein bisschen informiert über Noten und so. Dazu gleich nochmal gesagt, ich habe euch völlig die falsche Info gegeben. Die Erntegöttin kriegt man, wie ich jetzt gelesen habe, wenn man 50 Noten hat. Und nicht, wenn man alle 100 Noten hat. Das heißt, die Erntegötte können wir durchaus vielleicht noch erreichen. Mondfest, sehen wir uns den schönen Vollmond an. Das bedeutet wohl bewölkt. Maria hat uns gefragt, oder? Oder hat uns Maria gefragt? Ich weiß es nicht. Vielleicht fragt sie uns jetzt. Das werden wir sehen. Einfach mal schauen. Noten haben wir, wenn ich mich nicht täusche, 21, oder? Irgendwie ist mir das gerade hier auf dem Bildschirm viel zu grell. Ich glaube, ich habe die Sättigung zu hoch gedreht. Ich glaube, ja. Maria hat einfach 8 Herzen immer noch. Das ist gut. Das ging echt schnell, habe ich irgendwie das Gefühl. Bei welcher Folge sind wir jetzt? 41? Ich weiß es nicht. Ich weiß gerade nicht, welche Folge. Woody hat 4 Herzen. Das war notwendig, um Level 4 Haus zu bauen. Martha 3. Das war für den Rucksack notwendig. Und Theodor hat 1. Wir kriegen maximal bei, oder brauchen bei Theodor maximal 3 Herzen, weil dann haben wir alles an Land freigeschaltet, was es frei zu schalten gibt. Wir haben tatsächlich schon bei einigen hier auch Herzen, sogar 2 bei Ente und Spatz. 23 Noten haben wir schon. Also des ersten Schritts haben wir, des ersten Versands haben wir auch. Der 10.000 Schritte, ich hasse das immer, dieses Rumlaufen. Das habe ich auch schon bei Harvest Moon DS gehasst. Note des Knochens, ach Kochens, nicht Knochens. Ich verlese mich super. Note der Insel, da müssen wir nämlich mit dem Delfin hin und bei dem brauchen wir erst ein Herz, aber ich habe vergessen, wie das geht. Kann man den einfach anquatschen? Ich weiß es nicht. Note des Felsenkletterers haben wir letztens erst bekommen. Folge 38, 37, ich weiß es nicht. 39? Boah, ist zu lange her. Des unterirdischen Sees. Stimmt, da kommen wir erst. Naja, wenn es soweit ist. Note der Nachteule, die kann ich noch kriegen. Ich muss bis 5 Uhr morgens aufbleiben, das kriege ich hin. Des Regens 10 Stunden im Regen arbeiten, des Pfeifens 50 mal pfeifen, der Beschränkung. Was ist denn die Note der Beschränkung? Muss ich mal hier kurz rechts gucken. Das hier war die. Ja. Ach genau, ich muss einmal umkippen. Das stimmt, ja, das kann ich auch irgendwann mal machen. Note der Geselligkeit. 35 Villager im Dorf, das ist natürlich super. Das kriege ich so schnell nicht hin. Des Rufens von Tieren, Note des Färbens, des Scherens, genau, da müssen wir bestimmte Dinge häufig versandt haben. 10-mal, wenn ich mich nicht täusche, also 10 Eier hier. Beim Melken 10-mal Milch, beim Scheren 10-mal Wolle und Färben wahrscheinlich 10-mal gefärbte Wolle. Futter, da muss ich, glaube ich, was zerhäckseln, des Schnees, draußen im Schnee 10 Stunden. 10 Land besitzen, Note des neuen Lebens. Ich glaube, da muss ich mein Haus verlegen. Note der Glückseligkeit, das weiß ich nicht. Note der Armut, da müssen wir mit weniger als 100 Gold aufwachsen. Verzeihung, da hat man gerade gehört, dass man halt ein bisschen krätzig ist. Aber das ist, denke ich, nicht weiter schlimm. So, eine Brötfrücht. Das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte hier. Bei Dahlia haben wir 2 Sterne und 3 Herzen. Ich glaube nicht, dass wir schon das Fest gewinnen können, was ja irgendwann jetzt im Herbst ist.
Ich glaube es nicht, aber man kann es ja dennoch mal versuchen. Und wenn wir bei Zero 3 Herzen haben, dann kriegen wir auch noch ein schönes, eine schöne Musiknote. Und das ist dann quasi relativ entscheidend, weil ich brauche nämlich 30, um zu heiraten. Eher können wir das nicht machen. Hier ist dann nämlich das Pferderennen am 17., hier ist das Erntefest und hier ist das Kürbisfest am 30., wo wir dann am 29. einen Kürbis reinlegen müssen und dann am 30. oder am 29. schon eine Powerfrucht bekommen. Die ist insofern nützlich, die gibt uns maximal mehr maximale Ausdauer. Außerdem eine Note bekommt man auch einfach, aber eine Powerfrucht, aber ich weiß gerade nicht, welche das ist. Oh, tatsächlich. Maria. Hi. Der Vollmond wird heute Nacht fantastisch. Willst du mit mir hingehen? Auf jeden Fall. Vielen Dank. Treffen wir uns am Platz. Können wir machen. Bis dann. Tschüss. Ach ja, sie ist schon süß. Muss man zugeben. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt starte ich... Ach nee, ich starte gar nicht im Haus. Hä? Ich glaube, ich habe wieder... Ach nee, das war eben der Nebel, der da so drauf war. Ja, eben war es diesig. Ja. Ja, das geht weg. Das geht weg. Es ist tatsächlich Nebel gewesen oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich habe mich schon gewundert, warum auf einmal wieder alles so hell ist. Dabei habe ich hier im Monitor Presets doch gar nichts geändert. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Manchmal ändert sich ja Technik von alleine. Das ist ja immer das Tolle. Was zum Beispiel beim iPhone immer sehr schön ist. Also... ich weiß nicht, ob ihr kennt, man macht immer so Witze drüber. Hast du mal probiert, es ein- und auszuschalten? Und hier und da spricht man dann auch Spaß von erweiterter Informatik oder fortführende Informatik oder gehobene Informatik. Wenn irgendwo gesagt wird, oh, das wollte ich gar nicht, wenn irgendwo gesagt wird, hast du mal versucht, das aus- und anzuschalten. Das Witzige ist, beim iPhone funktioniert's. Die meisten Fehler, die ich habe mit dem iPhone, kann ich mit Ein- und Ausschalten beheben. Sei es nun das WLAN, sei es nun das Mobilfunknetz oder sei es das gesamte Teil. Ich verstehe es nicht, das iPhone ist komisch, ach ja. Komische Technik, naja, aber... So ist es halt mit diesen Gadgets, die man überall hat. Diese kleinen mobilen, medialen Vertreter. So. Den noch einmal das alles verkauft. Das hat echt viel Ausdauer gekostet irgendwie für das kleine Teil. Um wie viel muss ich denn dann am Platz sein, ist die Frage. Egal, ich gehe jetzt eben einfach erstmal... Ich kann ja sonst nirgendwo hin. Dann gehe ich jetzt noch zu Dahlia und zu Snowcloud, genau. Ich vergesse den Namen immer, das ist... Ach ja, genau, hier, wenn ich 20 Mal die Dinger hier wegsense, dann bekomme ich auch noch eine Note. Das heißt, das mache ich auch mal bei Zeiten. Insofern das Gras dann wieder schnell genug nachwächst. Snowcloud ist immer noch geschert, aber ist toll gelaunt. Und Dahlia ist ebenso toll gelaunt. Dann hier einmal... Mittlerweile kommt mir das Pferd gar nicht mehr so groß vor. Am Anfang kam mir das so riesig vor. Naja, ist wahrscheinlich einfach Gewöhnungseffekt. So, hier ist Snowcloud und dann einmal mit der Bürste ein bisschen putzen. Da, so. Dann hier noch. Und bei Dahlia natürlich auch. Hier, Dahlia, so. Okay, dann kann ich heute leider nicht mit dir reiten, Dahlia. Tut mir leid, ich muss nämlich zum Fest. Also zum mehr oder weniger Fest. Zum kann man das Date nennen? Ich weiß es nicht. Ich nenne es einfach Verabredung. Ich finde Date... Das klingt so amerikanisch. Also, jetzt in dem Sinne, es klingt für mich irgendwie, Date ist für mich immer so, es klingt sexualisiert durch die ganzen Serien, Sex and the City oder was weiß ich alles. Und deswegen rede ich lieber von Verabredung. Das finde ich nämlich besser. So. Auf einmal ist es dunkel. Ach ja,
Hey ho, hallo. Dann mal auf hier zum Berg oder zum Plateau oder zum, ich weiß es nicht. Nee, aber ich habe die Einstellung schon wieder falsch. Ich habe zu viel Gamma drin oder sowas. Das Haar ist zu hell. Hey, das Haar ist zu hell. Das ist eher gräulich. Statt so richtig blau. Ich will das jetzt aber nicht kaputt machen. Ach ja, wie sie sich freut. Ein Blick auf den PNG-Wald. Oh nein, wie süß. Der Mond ist in der Tat groß. Ich hörte, dass niemand den genauen Ursprung des Mondfests kennt. Vielleicht sollen wir den Mond betrachten, um innere Ruhe zu finden. Vielleicht. Oh nein, wie süß. Oh, das ist so süß. Ach ja. Ach ja, das war schön. Wie sie beide einfach genau die gleiche Bewegung machen. Schon 11 Minuten, das kann doch gar nicht sein. Hä? Es ging viel zu schnell jetzt. Jetzt bin ich... Ich bekam eine Musiknote. Sensei. Note der Mondschau. Hahaha. Ha, ha. Ich weiß gar nicht, ob das an Mondschau angelehnt ist, aber ich war. Naja. Gemeinsames Betrachten des Mondes und des Firmaments. Note für diese wertvolle Erinnerung. In der Tat war das eine schöne Erinnerung. Dann weiß ich auch gleich, was ich aufs Thumbnail packe, weil da tue ich mich ja manchmal schwer, das Richtige zu finden. Manchmal passieren in einer Folge dann mehrere wichtige Dinge und dann weiß ich immer nicht, dass es... Ach ja, man soll ja einmal bis 5 Uhr aufbleiben. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Dann haben wir nämlich gleich 25 Noten. Dann können wir uns schon das nächste Instrument freischalten. Das ist doch eigentlich gut. Also bleibe ich jetzt einfach mal bis 5 Uhr auf. Und ich bleibe sicherheitshalber lieber ein bisschen in der Nähe des Hauses, damit ich mich auch noch schlafen legen kann. Und quasi nicht, ich weiß nicht, kippt man dann um oder beginnt einfach der nächste Tag? Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier geregelt ist. Ehrlich gesagt, da bin ich mir unsicher. Deswegen, I don't know. I nix verstehen. So. Ich könnte ja jetzt die Zeit sinnvoll nutzen eigentlich, um zum Beispiel... Stimmt, das kann ich ja jetzt mal eben machen. Wenn wir schon mal dabei sind, dann nehme ich mal kurz... ich glaube, unsere Condition ist zwar am Ende dann nicht mehr so prima, aber das müssen wir in Kauf nehmen. Maria hat 8 Herzen. Immer noch. So, Note haben wir eben eine bekommen. Hier einmal durchspielen. Condition ist prima. Snowcloud hat ja 2 Herzen. Das ist schön. Dahlia hat weiterhin 3. Du? Das gilt noch nicht als neuer Tag, ne? Nee, das gilt noch nicht als neuer Tag. Finde ich komisch, dass es erst als neuer Tag wirklich gilt, wenn man geschlafen hat. Da kann man hier nicht einfach mal durchmachen. Finde ich seltsam. Aber so soll das sein. So soll es sein. Das einzige Problem, was ich haben werde, wenn ich da oben das Haus wegmache, ist, dass ich ganz einfach keine Verkaufsbox direkt in der Nähe habe. Das ist irgendwie blöd. Vielleicht muss ich dann da ein kleines Haus hinbauen, weil eine Verkaufsbox alleine kann man nicht irgendwie bauen. Ne? Man kann noch einen Stall bauen, um da dann eine Verkaufsbox drin zu haben. Aber ob das klappt, weiß ich nicht. Kann man überhaupt 2 Ställe bauen? Ich weiß es nicht. Ich muss mal schauen. Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Möglichkeit. Weil, ich meine, wir haben zwar jetzt den großen Rucksack, aber trotzdem ist es ja eigentlich relativ doof, dann so häufig rumzulaufen. Wenn wir dann sogar mehr anpflanzen würden, das wäre ja eigentlich der Haupthintergrund, warum ich das Haus nochmal verlegen möchte. Deswegen bin ich mir da unsicher. Na gut, eins zacke ich hier eben noch.
So, das war ja jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, 14, 15, 16. Nee, das traue ich mich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Auch wenn die Leiste sieht noch so aus, als könnten wir eins vertragen, aber ich traue mich nicht. Ich bin... Oh, der Waschbär. Oder ist das der Waschbär? Ich weiß es nicht. Der sieht auch so richtig japanisch aus. Das ist einfach total cool. Ich finde die Tiere hier super süß. Das ist einfach... Ach ja, so ein süßes Spiel. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist einfach süß. Süß, süß, süß. Süß. Nicht ganz so realistisch wie vielleicht das ein oder andere Harvest Moon, aber... Also realistisch, insofern ein Harvest Moon realistisch ist, meine ich natürlich. So, jetzt haben wir hier... Eigentlich sind wir bis 5 Uhr aufgeblieben. Rein theoretisch sollte... Doch... Ach, wahrscheinlich, weil ich... ich muss wohl tatsächlich... So, dann schlafe ich jetzt noch für die 40 Minuten. Ich hoffe, das bringt noch ein bisschen Ausdauer. Zur Not futter ich halt ein bisschen was. Aber man... Oh, das hat wirklich nicht so viel gute Ausdauer gebracht. Das wollte ich gar nicht. Verdammt, ich drücke immer die falsche Taste. So, meine Condition ist prima. Trotzdem, das ist schön. So, einmal Kia hochheben und einmal Zero hochheben. So, okay, dann brauche ich auf jeden Fall was zu schnabulieren von oben. Das ist gar nicht anders möglich. Einmal im Kühlschrank schauen. Ich nehme mal Honig. Dann brauche ich noch einen Spinat für Maria. Eine Kartoffel für Fyodor. Ach ja, ach, mir wurde in die Kommentare geschrieben, was Fyodor am liebsten für Kartoffelgerichte mag. Also noch mehr als das Geräusch. Falls er dann überhaupt noch was anderes macht, ich weiß es nicht. Aber quasi, dass es mehr Punkte bringt. Aber ich habe es natürlich vergessen. Ich hab's natürlich vergessen. Das war sehr, sehr schlau von mir. Naja, okay, dann einmal hier Los Öffneros und dann Spinatus Rhinos. Und dann Los Status. Man merkt wieder meine spanischen Wurzeln. Wie ich mit dem spanischen Wort galant umgehe. So, gekochter Spinat ist fertig. Nein, fettig ist er nicht. Er ist kalorienarm. Also wirklich Spiel. Was erzählst du da? Und es bleibt tatsächlich näher rangezoomt, wenn man was gekocht hat. Ich wusste, ich bilde es mir nicht nur ein. So, einmal die Sichel gerade weg. Zack, hier haben wir noch Kürbissamen, Paprikasamen, Grassamen. Allerlei schöne Dinge. Zur Not auch zwei Tiermedizin, falls wir sie mal brauchen sollten. Ist ja auch ganz gut. Und es ist scheinbar Erntezeit. Tatsächlich ist es Erntezeit. Naja, dann einmal die Gießkanne rausholen. Und gießen. Ich hoffe, da ist noch genug Wasser drin. Aber wir werden es ja sehen, wenn nicht. Und dann müssen wir halt nochmal neu. Ich hätte vielleicht noch einen Honig essen sollen. Aber zur Not gehe ich halt einfach nochmal rein und dann esse ich noch einen Honig. Das ist ja nicht weiter schlimm. Ich kann mir ja auch eigentlich mal ein paar Gerichte oder so kaufen. Oder isst man die sofort? Ich weiß es nicht. Oder halt einfach ein bisschen... tatsächlich. Ist alle. Oder einfach ein Gemüse für mich, was ich dann koche, was möglichst viel bringt. Ein Ei bringt gekocht ziemlich viel, glaube ich, ne? Das heißt, ich nehme vielleicht einfach ein Ei und koche das. Und dann ist das mein täglich Brot sozusagen. Also mein täglich Ei. Ei mit Brot. Schmeckt eigentlich ganz gut, finde ich. Auch wenn ich momentan gekochtes Ei, das mag ich momentan überhaupt nicht. Also Spiegelei oder Rührei finde ich beides super. Wobei ich Rührei bevorzuge eigentlich. Aber gekochtes Ei, daran kann ich momentan nicht denken. Wenn ich daran denke, dann kriege ich oben rechts in der Schläfe irgendwie so ein Stechen. Ich weiß nicht warum, das ist ganz seltsam. Wahrscheinlich eine Vielverlinkung im Hirn. Habe ich mal wieder den falschen Upload gewählt. So. Der Honig bringt echt viel, ne? Das ist richtig cool. Ich wünschte, kann man eigentlich was Günstiges machen, was genauso viel bringt? Das fände ich auf irgendeine Weise ganz cool, aber ich weiß nicht, ob das geht. Aber jetzt können wir endlich mal unseren großen Rucksack voll austragen, indem wir
jetzt 8 Sachen auf einmal tragen können. Ist das nicht toll? Ach ja, das freut mich ja ein kleines bisschen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr ganz so lange, hoffe ich. Oder braucht man dann wirklich weniger an Zeit? Ich weiß es echt nicht. Ach ja, aber naja, man wird es sehen, man wird es sehen. Ich meine eigentlich, ob wir nun dahin... Das Laufen nimmt wahrscheinlich dann den Unterschied in Kauf, den man dann hat. Und zwar diesen nicht sonderlich großen Unterschied, glaube ich, tatsächlich. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach ja, ich wünschte, man könnte Dinge stacken, weil dann könnte ich hier einfach durchpesen. Wobei, es kommt mir relativ schnell vor. Ich müsste mal genau auf die Zeit achten. Da habe ich jetzt natürlich nicht drauf geachtet, wann wir begonnen haben. 6 Uhr fängt der Tag ja immer an, aber ich weiß nicht, wann wir zu Ende mit dem Gießen waren. Deswegen weiß ich das nicht. Falls ihr euch immer wundert, warum ich einmal links-rechts mache, das ist der Kontrollwahn eines Zwangspatienten. Deswegen, ich muss das kontrollieren. Das ist, das habe ich intus. Keine Ahnung warum. Es ist seltsam, aber so sind Zwänge manchmal. Naja. Wobei, es ist tatsächlich nicht wirklich so zwanghaft. Es ist wirklich der Kontrollwahn eher ein bisschen. Ich muss sicher gehen, dass ich nichts Falsches raushole. Auch wenn das nicht schlimm wäre, ich kann es wieder wegpacken, aber ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ach ja, diese psychischen Störungen immer. Seltsam. Schon 21 Minuten 40. Oh nein. Und die Folge ist groß. 17 GB. Alter Finne. Himmel der Gott. 17 GB. Naja, egal. Lade ich hoch. Lade ich hoch. Das klappt. Das klappt, das klappt. Zumal man kann sie ja zur Not auch noch ein bisschen besser komprimieren, indem man langsamere Presets wählt. Und die Qualität nicht wirklich affektiert. Das ist denn eigentlich alles möglich. Aber naja. So. Dann einmal hier rein. In Lö Kiste. So. Hier ebenso in Lö Kiste. Ebenso in der Küste. Jetzt kann ich das sogar machen, weil ich immer nach links schalten muss. Ach, welch Zufall. Ich glaube, es ging nicht wirklich schneller mit dem Ernten. Aber ich bin mir natürlich auch nicht sicher. So. Ach ja, ich wünsche die Brechten mehr Geld. Ich brauche nämlich gerade Geld, weil ich möchte noch so viel kaufen. Am besten noch ein Geflügelhaus und dann noch das Haus umverlegen und dann am besten noch ein paar andere Grundstücke kaufen oder so. Ich weiß zwar nicht, was ich damit will, aber einfach haben. Des Habens willen. Das ist ja auch manchmal so. Aber echt, der ist wesentlich langsamer, wenn er was in den Händen trägt. Ist eine Aubergine eigentlich tatsächlich so groß? Ich weiß es nicht. Ich stelle mir Auberginen immer ziemlich groß vor, aber so groß sind die doch sicher auch nicht. Irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, die Hälfte einer Folge besteht darin, zu vermuten, wie groß Dinge in Wirklichkeit sind. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.